Opel fährt mit neuen Antriebskonzepten aus der Krise. Nach dem erfolgreichen Start des Plug-in-Hybrid Ampera wird das neue Ökomobilkonzept der Rüsselsheimer vom Fachpublikum mit Spannung erwartet. Demzufolge ist der Andrang bei der Enthüllung groß. Was dann von Opel-Chef Karl Friedrich Stracke vorgestellt wird, überrascht alle anwesenden Journalisten. Halb Motorrad und halb Auto. So sieht die neue Konzeptstudie von Opel aus, REC-E genannt. Der Name leitet sich ab aus dem früheren Rekordfahrzeug REC, einem Rennwagen mit Raketenantrieb, aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wie das berühmte Raketenfahrzeug REC-2, gefahren von Fritz von Opel in den 20ern, ist das neue Modell erstmal eine Provokation, könnte aber ein neues Segment in der Elektromobilität begründen. Für den Einstieg klappt die gläserne Kuppel nach vorne. Auffällig sind die freistehenden Hinterräder mit einer Spurweite von nur 60 cm. Das soll die Agilität des Hecktrieblers steigern. Der REC-E ist ganz klar für den urbanen Bereich ausgelegt. Ich kann 100 Kilometer fahren, gehe dann wieder an die Stromzapfstelle. In 3 Stunden ist er wieder komplett aufgeladen. Ich kann die Autobahn benutzen, ganz wichtig. Ich kann 120 Kilometer schnell auf der Autobahn fahren. Ich bin kein Hindernis. Ich blockiere nicht den Verkehr. Und ich habe natürlich mit 100 Kilometer Entfernung, denke ich mal, auch einen Aktionsradius, den die meisten seltenst überschreiten. Die Sitzanordnung hintereinander erinnert an den seligen Messerschmitt-Kabinenroller. Diese Sitzposition war der Schlüssel für das ganze Fahrzeugkonzept. Man sucht die optimale Sitzposition für einen 1+1-Sitzer oder einen 2-Sitzer in dem Fall. Natürlich hier hintereinander sitzen, um den Schwerpunkt genau dahin zu bringen, wo ich ihn haben möchte, nämlich tief. Und fängt an, das Fahrzeug in der Proportion darum auszulegen. Das Gewicht des REC-E liegt bei 400 Kilogramm. Ein kleiner, im Dauerbetrieb nur 14 PS starker Elektromotor genügt. Den Sprint auf Tempo 100 schafft der Stromer in 13 Sekunden. Eine auf 45 km/h beschränkte Variante dürfte auch schon von 16-Jährigen gefahren werden. Ich denke, die Zielgruppe ist ganz, ganz weit aufgestellt. Hier bei uns können wir schon mit 16 anfangen, aber ich denke mal, es sind Junggebliebene und Leute, die Technik fahren wollen, ohne jetzt auf Emotionen und auf Dynamik zu verzichten. Der futuristische Elektro-Opel sorgt für großes Interesse. Ob der REC-E so in Serie geht, wollen die Verantwortlichen noch nicht bestätigen. Den Preis will Opel dann so niedrig wie nur möglich halten. Das ist konzeptionell bedenkt. Wenn ich das Konzept entsprechend auslege, leicht, effizient, vom Design, vom Engineering und von den ganzen Technikdetails, dann kann ich die Kosten sehr wohl in den Griff kriegen. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, das Fahrzeug erschwinglich zu machen für ein ganz breites Publikum. Wir möchten die Fahrzeuge auf der Straße sehen, nicht nur auf einer Motorshow. Und nicht nur eins oder zwei, sondern ganz, ganz viele. Und ich denke, daran kann man arbeiten und da haben wir einen guten Spin im Moment. Opel will sich mit diesem neuen Fahrzeugkonzept endgültig aus der Krise lösen und ein neues jugendliches Profil gewinnen. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Auch Mitbewerber Volkswagen zeigt mit dem einsitzigen Nils ein ähnliches Fahrzeugkonzept. Dieser Einsitzer wird von einem 34 PS starken Elektromotor auf maximal 130 km/h beschleunigt und bringt es auf eine Reichweite von bis zu 65 km. Laut Volkswagen das ideale Pendlerauto. Audi setzt mit dem Urban Concept Vehicle optisch noch eins drauf. Die schlanke Karosserie steht auf freistehenden 21 Zoll Rädern. Die umlaufenden Schutzbleche sind mit LED-Lichtleitern besetzt. Die beiden Passagiere entern den Urban Concept über die Bordwand und rutschen dann leicht hintereinander versetzt in eine sportlich tiefe Sitzposition. Doch bisher ist das alles nur Zukunftsmusik, eine Serienfertigung nicht geplant. Näher an der Realität ist der Prototyp Mute, entwickelt von der Technischen Hochschule in München. Der optisch eher konservativ gezeichnete Zweisitzer soll einen günstigen Einstieg in die Elektromobilität ermöglichen. Professor Markus Lienkamp leitet den Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik. Dort wurde die Idee geboren, ein E-Mobil zu entwickeln. Als die Bundeskanzlerin verkündet hat, wir wollen im Jahr 2020 eine Million Elektroautos auf die Straße bringen, haben wir uns überlegt, so wie es im Moment angegangen wird, wird das nicht funktionieren.
die Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge im Moment sind einfach viel zu teuer. Und der Kunde wird das nicht akzeptieren, dass er einen Mehrpreis bezahlt gegenüber heutigen Fahrzeugen. Der Mute soll eine sinnvolle Ergänzung zum Erstwagen darstellen. Ein Stadtfahrzeug für den Kurzstreckenverkehr. Klein, praktisch, ökonomisch und natürlich ökologisch. Wir haben nicht den Anspruch, dass wir ein vollständiges Erstfahrzeug ersetzen wollen. Und dafür haben wir uns erstmal sehr genau angeschaut, was die Kundenanforderungen sind für ein Zweitfahrzeug. Das sind im Wesentlichen recht kurze Strecken im Stadtverkehr, im Pendelverkehr. Meistens sind die Leute nur mit zwei Personen unterwegs. Sie möchten allerdings einen großen Gepäckraum haben, weil sie dann doch damit auch einkaufen gehen. Und die Höchstgeschwindigkeit muss auch nicht besonders hoch sein, weil man eigentlich nur selten Autobahn fährt. Leichtbau gepaart mit Kosteneffizienz war die oberste Zielsetzung bei der Entwicklung des Mute. Der Rahmen des Fahrzeuges ist in Aluminium-Leichtbauweise ausgeführt. Die Fahrzeugentwicklung finanziert die TU München weitgehend aus eigenen Mitteln. Für den Bau des Prototypen gab es auch Geld von der Bayerischen Forschungsstiftung. Außerdem unterstützen zahlreiche Industriepartner das Projekt. Und wir haben hier mit 21 Lehrstühlen zusammengearbeitet, beispielsweise dem Lehrstuhl für Aerodynamik, der die ganzen Berechnungen gemacht hat, ein Lehrstuhl für Finanz- und Betriebswirtschaft, der die ganzen Wirtschaftlichkeitsrechnungen gemacht hat und sich angeschaut hat, was der Kunde eigentlich wirklich möchte. Aber auch natürlich die technischen Lehrstühle, die das ganze Auto konstruiert haben oder auch die Designer, die das Auto designt haben. Der auf 20 PS abgeriegelte Elektromotor beschleunigt den Mute auf eine Spitzengeschwindigkeit von 120 Stundenkilometer. E-Motor und Batterie sind im Heck untergebracht und sorgen für eine ausgewogene Achslastverteilung. Die Kraftübertragung erfolgt auf die Hinterachse. Auf der IAA präsentiert die Hochschule erstmals die komplette Studie. Doch wie geht es mit dem Mute weiter? Die TU München ist allein nicht in der Lage, den Wagen in Serie herzustellen. Jetzt werden wir das Fahrzeug erstmal intensiv auch weiter erproben, Versuche fahren, Feinabstimmungen machen, Feinschliff machen. Werden das Auto dann auch nochmal sowohl der Fachwelt als auch der Öffentlichkeit zeigen und gehen dann zwei Wege. Der eine Weg wird sein, dass wir sehr viele Forschungsthemen erkannt haben, die noch offen sind in diesem Fahrzeug, wo man noch weiter dran arbeiten kann. Der zweite Weg ist, dass wir aber auch einen Großteil des Konzeptes versuchen wollen, gemeinsam mit einem OEM, also einem Automobilhersteller, auch in Serie zu bringen. Zum Kaufpreis können noch keine Angaben gemacht werden. Sollte es der Mute eines Tages in die Serienproduktion schaffen, könnten Kunden aber damit ganz besonders günstig fahren. Wenn Sie sich so diese Kleinwagenklasse anschauen, dann liegen die etwa bei 350 Euro pro Monat. Da drin ist der Anschaffungspreis, der Wertverlust, Steuer, Versicherung, die Kosten für den Kraftstoff, für die Wartung etc. Und ein Elektrofahrzeug ist immer am Anfang etwas teurer, aber im Betrieb deutlich günstiger. Und in dieser Vollkostenrechnung sind wir sicher unter dem Preis eines heutigen verbrennungsmotorischen Kleinwagens. Bleibt dem Mute und seinen Machern zu wünschen, dass er es eines Tages auf die Straße schafft. Das Konzept scheint zu stimmen. Einen Schritt weiter ist die Firma MIA. 100% Electric, 100% Real, on sale now. Unter dieser Devise stellt das deutsch-französische Unternehmen seinen City-Stromer vor. Geschäftsführer Murat Günak hat schon für Automobilhersteller wie Volkswagen und Mercedes gearbeitet. Seine Idee war es, ein neues Elektroauto zu entwickeln, das sich an den Bedürfnissen einer kleinen Familie orientiert. Wir haben schon mit der MIA die Idee verbunden, mit dem Fahrzeug kurze innerstädtische Strecken zu fahren. Und dort ist es sehr oft so, dass entweder jemand alleine fährt oder es ist der Ehepartner mit Kindern. Dieses Fahrzeug hat sein Konzept sehr stark auf diesen Kinderbetrieb ausgelegt. Ich nenne es die Demokratisierung der Kinder, weil es ist das einzige Fahrzeug, was es heute zu kaufen gibt, bei dem ein Kind von hinten sitzend vorne nach vorne rausgucken kann. Und das ist etwas ganz Besonderes. Der Minivan ist als Dreisitzer ausgelegt. Vorne thront der Fahrer zentral in der Mitte, hinten bieten zwei Einzelsitze Platz für die Passagiere.
Das optische Erscheinungsbild der Mia ist eher gewöhnungsbedürftig. Günak, der als Designer schon Fahrzeuge für Peugeot und Mercedes gestalten durfte, hat mit seinem Team den Wagen aber absichtlich als ein zweckmäßiges Nutzauto entworfen. Wir haben versucht, ein Auto zu gestalten, das im Prinzip kein Design hat. Weil wir der Meinung sind, dass im Moment speziell im Automobilbereich im Allgemeinen eine Überladung von Designelementen ist. Sowohl im Exterior als auch im Interieur. Und wir sind der Meinung, dass es wirklich an der Zeit ist, wieder ein Produkt zu gestalten, das Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und nicht so der Meister in der Dynamik sein will. Die Basisversion ist mit 2,87 Meter kaum länger als ein Smart. Dafür ist die Mia aber nur 1,55 Meter hoch. Ideale Maße für den Einsatz in urbanen Lebensräumen mit wenig Platz. Dank großer Fensterflächen ist die Übersichtlichkeit hervorragend. Aber wie sieht es mit der Sicherheit aus? Die Mia ist ein europaweit zugelassenes Auto mit allen europäischen Zulassungskriterien, so auch den Crashtests, und hat alle Homologationen bestanden und erfüllt in diesem Maße alle Sicherheitsvorschriften. Der Elektromotor an der Hinterachse leistet 24 PS. Der Akku hält bis zu 90 Kilometer. Das Spitzentempo liegt bei 110 km/h. Mit diesem Konzept und einem Einstiegspreis von 19.500 Euro wollen die Macher der Mia der Kundschaft ihre Angst vor dem Einstieg in die Elektromobilität nehmen. Der Kunde heute ist völlig irritiert und weiß eigentlich gar nicht mehr, was Sache ist. Man muss ganz klar sagen, ein Elektroauto ist das Einfachste, was es gibt. Es ist so einfach wie eine Waschmaschine, die niemals kaputt geht. Und es ist wirklich an sich völlig harmlos. Es hat nicht die Perfektion von einem Verbrennungsmotorauto, von einem Unternehmen, das 100 Jahre schon besteht. Das wird es auch niemals haben. Es ist auch nicht unsere Idee. Aber es ist eine Art von einer einfachen, frischen Mobilität, die unkompliziert ist. Auf dem Messegelände bieten dann auch die E-Mobil-Unternehmen wie Mia Electric die Möglichkeit, mit den Fahrzeugen eine kleine Proberunde zu drehen. Bis zu 10.000 Stück im Jahr könnte die junge Firma produzieren. Die ersten Kundenwagen werden im Dezember ausgeliefert.